Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir wollten eigentlich in der letzten Folge Lotus finden, aber wir haben ihn immer noch nicht gefunden. Er muss ja irgendwo hier in diesem Palast sein. Und ich habe die Vermutung, der ist wirklich da hinten. Also, wenn wir hier auf die Map schauen, dass der wo war denn das? Hier sein soll, irgendwo. Das ist ja nicht Lotus, das ist Rorem. Wir müssen Lotus finden. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier nochmal reingehen und unser Schwert nochmal zücken. Da war das. Jetzt gleich müsste auch die Dungeon-Musik wieder losgehen. Und es dunkler werden. So, ab jetzt müsste das, glaube ich, sein. Ja, jetzt geht's wieder los. Und wir müssten da irgendwie einen Weg finden nach oben, dass wir da irgendwie reinkommen. Und wir haben hier noch jede Menge Leute, die wir noch looten müssen. Jede Menge Tote. Es sei denn, die sind gedespawnt oder wieder auch gerespawnt. Könnte auch sein. So, jetzt erstmal schauen, wo müssen wir eigentlich hin? Wir sind da hinten. Um dahin aber zu kommen. Ach, hier unten gibt es ja auch noch. Okay. Hier unten habe ich was übersehen, vergessen, wie auch immer. Okay, wir müssen einen ganzen krassen Weg nehmen, um dahin zu kommen. Warte mal, nochmal schauen. Das wird ein lustiger Weg bis dahin, aber ich glaube, von hier kommen wir dahin, wenn wir jetzt den Weg da nehmen. Und dann hier rum. Ah, wir können noch alles looten. Ah, warte, genau, wir müssen ja die Quest noch abgeben. Fuck. Habe ich voll vergessen. Dann machen wir das hier später. Mit Lotus. Wenn ich den Weg zurückfinde. Nehmen wir die aber trotzdem erstmal alle mit. Wir haben ja in der letzten Folge jede Menge Quests angenommen. Oh komm, den nehmen wir auch noch mit. Immerhin liegen die hier alle noch. Jetzt finde ich aber den Weg zurück nicht mehr. Das müsste hier dann sein. Ja. Wie konnte ich jetzt vergessen, dass wir die Quest angenommen hatten? Das weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das vergessen konnte. Achso, hier. So, was waren das jetzt denn für Quests? Hier, Titze of Sentinel has charged me with the task of delivering a package to a Tlachi of the Red Scorpion Hostel. I have. Also das müsste aber noch hier sein. Und someone has been spreading rumors around Sentinel about Bushi. He has hired me to put a stop to them for 331 gold. I have 1 month to return with proof of my success. Okay, also wir müssen dafür Sentinel nicht verlassen, so wie ich das jetzt glaube ich verstehe. Aber wir müssen auch irgendwie rausfinden, wo Lotus ist. Oder wer von denen hier alles Lotus ist. So. Gehen wir dann mal jetzt endlich raus. Wir machen erstmal das mit dem Hostel.
So, wo haben wir's? Taverns. The Red Scorpion Hostel war das. The Red Scorpion Hostel? Okay, gucken wir hier einmal die komplette Liste. Ist das vielleicht hier irgendwo so zu finden? The Red Co Scorpion Hostel. Okay, ist ein Ort. Ja. Dann gehen wir mal dahin. Wahrscheinlich in der Taverne. Gehe ich mal von aus. Hier müsste bestimmt irgendwo irgendjemand sein. Flossum. Nein. Wir bleiben erstmal hier unten und schauen mal. Da hinten waren ja auch noch ein paar Räume, oder? Hier war noch einer. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Okay, hier sind nicht. Hier geht es aber auch noch weiter nach oben. Vielleicht auf der Seite? Okay, ich habe keine Ahnung. Sie vielleicht? Nirki. Dann gehen wir mal hier rein. Achso, da können wir nicht einfach so rein. Hier vielleicht? Hier ist niemand. Teig? Okay. Ist auch niemand. Also niemand, also ist schon jemand da, aber niemand, dem wir was abliefern müssen. Hier bestimmte. Ja, okay, hier geht nichts. Gehen wir mal hier durch die Tür. Ist sie das? Rlosbach. Interessante Namen, wirklich. Ich kann die auch alle echt gut lesen. Sie vielleicht? I was hoping Tits E would be able to get this to me in time. She has been busy lately. Here is the 139 you are promised. Da haben wir sie. Okay, wir haben sie gefunden. Will jetzt aber hier auch mal die Häuser ansehen, wie die von innen aussehen. Okay. Und hier geht es auch noch mal raus. Das ist jetzt interessant. Also, die sind in den meisten Fällen sehr, sehr ähnlich, aber auch nicht so ähnlich, wie ich das jetzt bisher festgestellt habe, die Häuser. Okay, aber mehr gibt es hier auch nicht zu finden. Dann können wir wieder zurück nach Sentinel. Wo war denn das? Hier oben war das, ne? Da war Sentinel. Oh. Wir müssen einmal das machen.
Da sind wieder die Menschen. So. Ein paar Unschuldige gehen immer. Ach krass, von hier aus können wir direkt die nächste Stadt sehen. Nächstes Dorf. Das ist ja aber echt krass. Vor allem auch die Weitsicht hier. Und wenn man genau überlegt, wie groß eigentlich Sentinel ist. Oh, wo kommst du näher? So, den haben wir auch. Oh, ich will mal sehen, was... Nee, komm, wir gehen da ein andermal hin. Das können wir wieder einstecken. Wir werden so oder so diesen Fluch erstmal nicht los. Aber es verdächtig häufig in letzter Zeit, wie wir das mit dem Werwolf, also... Ja. Wie oft wir Werwolf sind. Oder werden. So. Vielleicht müssen wir einmal kurz hier läutern für 12 Stunden. Und nochmal für 12. Weil dann können wir uns wieder entzaubern. Und es regnet, glaube ich. Ja, es regnet. Und jetzt können wir uns wieder normal kleiden, sage ich jetzt mal so. Wie spät? 7.33 Uhr. Gut, nochmal 3 Stunden. Dann können wir hier rein verkaufen. Und was hat der so im Sortiment? Bisher noch nichts. So, dann weg damit. So. Wieder ordentlich Geld gescheffelt. Fragen wir mal die wegen People Bushy. I hate Max. In diesem Second, I help you if you are good. So, People, nochmal Bushy. I heard that name somewhere before, but I got no idea where. Na komm, wir gehen erstmal hier rein. Ganzen anderen Stuff noch verkaufen. Achso, wir haben hier nichts. Was hat er aber so im Sortiment? Dwarven-Tanto. Und ein Bademantel. Hm, ja. Der hat nichts. So, dann wieder wegen Bushy. There's no reason to talk down to me like that. I can't help you anyway. Okay, dann fragen wir mal die gute Dame. I'm afraid that means nothing to me, Max. Das hoffe ich auch. Da können wir eben nochmal wieder ein paar Tränke verkaufen. Die Ingredients, meine ich. So. Hier. Und hier. Sonst haben wir nichts mehr. Hier, der weiß doch bestimmt. Was über Bushy. Why would I wanna help you? Okay, dann nicht. Vielleicht muss ich auf Normal machen. It's me pleasure, Sir Max. It's north of where we are standing. Ich glaube, die schickt mich wieder dahin. Um.
Any news? I hear that Bushi keeps slaves. Ah, okay. Muss ich so machen. Tell me about any news. Bushi beats his spouse. So funktioniert das also. Okay. So, tell me about any news. I never understood why mixers of RKR and Protago were fighting. Well, at least that's over now. So. Elauser Woodsley insulted Perry Weir Hawkfield in a message. Now Shalgora is out to get Summonists of Zen. Okay. A sea storm wrecked a ship just off the shores of Daggerfall. I hear it carried an emissary from the Emperor. Oh, die hat von uns gehört. Nur die weiß nicht, ob das wir sind. So, how can I help you, stranger? Any news? Ahoy, Gokta, go on. Also, Gokta. Bushi beats his spouse. I just found out that the Shadow Trainers cut a deal with Grafgaria. Interesting? Huh? Kann ich das sagen? Irgendwie? Keine Ahnung. Hier vielleicht? Bushi beats his spouse. Okay, wir erfahren nur das Gleiche. Es siehst du. Ja, okay, das ist wieder. Der hat auch von uns gehört. So, was kann die vielleicht sagen? I just found out that the Kinera Order cut a deal with. Ja. So, was ist mit ihm? Vielleicht kann er mir was sagen. Ja, der hat auch von uns gehört. So. Alkair got the short end of the stick in some deal. Now they're out to get Protago. Ach hier, Bushi. It's none of your damn business. Ask around some more friends. Someone bound to know. Okay, wir fragen mal hier ein bisschen mehr. Wir kommen der Sache, glaube ich, ein bisschen näher. Bushi, you can find him either at Castle Sentinel or at home at the Masterford Residence. I'm afraid that's all I know. Masterford Residence. So. The Masterford Residence. Hm, well, try it that way. Just keep going west. Okay, dann suchen wir mal das. Ich habe jetzt keine Ahnung, was wir da rausfinden. Was da jetzt auf uns zukommt. Müsste aber hier irgendwo dann wahrscheinlich sein. Wenn da sind wieder Menschen. So. Genau hier und dann Masterford Residence. Well, try southwest with a bit of a walk. Südwestlich. So, fragen wir ihn jetzt. So, General und Masterford Residence. What you're going to want to do is to go. Let me. Ah, nice. The Masterford Residence ist wahrscheinlich das hier. So. Ich gehe von aus, dass das hier ist. Oder ist hier noch eine Tür? Oder ist es das? So. What do you want? Etwas über Bushi rausfinden. In der Hoffnung, dass mich die Quest hier weiterbringt. Das kann ich nicht looten. Das kann ich auch nicht looten. Also da... Kurksi, how can I help you, stranger? Boah, die sieht aus noch, als wäre es ein Kind. Was habe ich da eingesammelt?
letter for more than a week's tishsa. Bushi, my words will be quick. Mayfield is too much, as you have said, and a little scare may be what is needed. I'll be leaving on a trip tonight, so tomorrow at sunset you should take him. I'll be in touch again, but I don't imagine we will need to continue for more than a week. Stisha. Okay. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Info. Stisha heißt die wahrscheinlich. Wer ist denn das? Das war jetzt ein bisschen... ja, wie soll ich sagen? Ich komme raus und der steht direkt vor mir und ich habe gedacht, der greift jetzt an oder der will irgendwas von uns. So, okay, dann versuchen wir mal was über Stisha rauszufinden oder nochmal lesen wir uns das nochmal durch hier. Mifield is too much, as you have said, and a little scare may be what is needed. I'll be leaving on a trip tonight, so tomorrow is at sunset. You should take him. I'll be in touch again, but I don't imagine we will need to continue for more than a week. Muss ich damit vielleicht zu Bushi gehen? Ich würde sagen, wir gehen damit mal zu Bushi. Haben wir denn nochmal Bushi da im Palast? Also, da waren ja keine Ahnung, wie viele Leute drinne. So, dann suchen wir mal Bushi. Wer war nochmal Bushi? Welcome to Sentinel, Max. I guess you must have received my letter. I know some things about Lysander and why he might be haunting Daggerford. But before I tell you, you have to promise to do something for me first. Is that all right? Yes, okay. You will? Thank Archai. You see, I used to have an older brother, 10 or 11 years older than me, named Boaste. Whenever I ask that happened to him, I'm told a different story. Some say he got sick and died. Some say he was kidnapped by the Underking. I want to know the truth. If you can find some proof that of that really happened to him, I tell you all I know about King Lysandros. Ist das Lotus? Prinz Lothun. Nicht Lotus, Lothun. Das ist er. Und wer ist denn das? I despise your kind. Just go away. Und wer ist das? Dame. Der heißt Darm. Dickdarm, Dünndarm. Krähen. Die hübsche Dame heißt auch Krähen. Meister. Wer war nochmal Bushi? Der ist niemand. Lady Northbridge, genau. Wer ist das? Kefir. Ja, okay. Wer war nochmal Bushi? Das war Bushi, glaube ich, oder? What? What is this? Oh my. Please, please don't kill me. My sister put me up to it. I didn't mean any harm. She only asked that I scare him a little. You know, make him appreciate her more. I know I shouldn't have done it. Now I'm in over my head. You see, I paid a group of bandits to take him away and lock him in Humunugag's Hollow. I figured this would scare him enough. But he hasn't returned. I went too far. No, please. You must rescue him. I thought I could cover it up. But I can't anymore. You've got to rescue him. If he's not back when my sister returns, well, she'll kill me for sure. Das war doch Bushi, oder? Ja, hier Bushi. Okay, wir haben jetzt zwei Quests offen. Für Prinz Lothun und für Bushi. So. Okay, Prinz Lothun of Sentinel has asked me to investigate the death
of his brother Borste, who has supposedly kidnapped by the Underkings years ago. Okay, wo war nochmal der Underking? I have shown Bashi the letter outlining the plan of kidnap Mayfield, and Bashi has now divulged that he hired some bandits to lock him away in Omonogus Hollow. He begged for this life and asked that I rescue Mayfield. Wie schreibt man das? Homonuagex. Suchen wir mal das. Homonu. Ich glaube, das wird drei. Da. Dann machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. Und gehen da jetzt mal rein. So, wo ist denn der Eingang? Hier. Ah, okay. Ist wahrscheinlich wie... Ja. So einer. Oh, Loot. Nice. So, Grizzly Bear. Da ist eine Spinne und die fokussiert sich auf mich. Ernsthaft? So, Steel und Lever. Und Lever. Der hat nichts. Nochmal Gold. Hier drinnen machen wir auch nochmal ein Safe Game auf die 2. So, ich habe so das Gefühl... Ne. Das Dungeon kennen wir aber. Nur halt ein bisschen anders. Würde ich mal behaupten. Ich finde, wir brauchen wieder bessere Ausrüstung, die wir finden müssen. Ich finde es krass, wie schnell die Orks mittlerweile sterben. Okay, diesmal nicht so schnell. Hätte ich vielleicht einfach mal die Klappe gehalten. Komm, wie geht hier? Yo! Wieso treffe ich den nicht? Potion of Water Walking. Da müssen wir auch mal wieder. Wir müssen die Tränke mal nutzen. Weil bisher sind die Tränke bei uns nur Staubfänger. Werbär oder Werwolf? Das war ein Werwolf. Noch ein Werwolf. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Komm, wir gehen erstmal die Tür. So, Inventar schon wieder voll, natürlich. Einmal kurz nochmal den ganzen Weg zurück, Inventar leer machen. Ich find's doof, dass wir es bisher noch nicht hingekriegt haben. Dass wir von überall einfach mal an unseren Wagen rankommen. Hier sind wir auch wieder falsch. Hier ist. Genau, hier ist richtig. Da lang. Was, wirklich so ein weiter Weg, den wir bisher beschritten haben? Krass. So, einmal removen. Potion of Water. Haben wir hier was? Ja. Hier nichts, aber hier. Hier haben wir sehr viel. So, was haben wir noch? Wir haben noch Gold, 8000. 8, 2... 3, 5.
Jetzt haben wir ordentlich Platz in den Taschen. Noch ein Safe Game. Und wieder zurück. So. Ach komm, wir machen jetzt erstmal hier. Den nehmen wir mit auf jeden Fall. Ork? Ork. Eine Perle. Krombacher, eine Perle der Natur. So. Oh. Thank Archive, someone has found me. I thought I'd never get out of here. I've been wandering around these passages for days, trying to stay alive. What is that you say? Stisha and Bushy are behind all this? Well, you get me back to the Woodsmith residence in Sentinel, and I will reward you well. And then I will take care of those two. Okay, wir haben ihn gerettet. Dafür Safe Game auf die 3. Denn wir wollten hier noch weiter looten. Hätte jetzt aber auch nicht erwartet, dass er jetzt dort versteckt ist. Gehen wir jetzt zuerst mal hier hin. Hier kann ja nicht viel sein, gehe ich mal von aus. Oh. Und die greift auch noch an. Toll. So. Der hat nichts. Das war jetzt, glaube ich, ein Werbär, oder? Ein Longshirt. Nice. Endlich mal haben wir ein Longshirt. Jo. Hat die mich jetzt erschrocken. Okay, einmal durch die Tür. Und Mithril Broadsword. Wir haben aber hier Longsword 5 bis 19. 4 bis 15. Egal, nehmen wir trotzdem mit. Kann man verkaufen. So, dann noch einmal wieder zurück. Alles entladen. Schade, dass wir ihn nicht einfach mal entladen können. Wir hätten durch die Tür gemusst. Ja. Nochmal hier hoch. Ja, toll. Klatsche ich hier immer gegen die Wände. So, alles einmal removen wieder. So, die hier noch weg. Und das noch weg. Vielleicht noch einmal das hier machen. Und noch mal auf die 2. Und den Rest will ich auch noch hier erkunden. So, was fehlt uns noch alles? Den hatten wir schon. Da unten hatten wir schon. Hier hatten wir schon. So, das war jetzt der Bereich. Okay, mehr ist hier jetzt nicht. Oder? Ah, da gab es noch eine Geheimtür, die ich übersehen hatte, aber hier jetzt eher weniger. Okay, wenn wir demnächst wieder da hochkommen, gehen wir noch durch die Geheimtür. Okay, hier gibt es sonst nichts. Dann fehlt noch der hier, glaube ich.
Oder? Nee, der Weg da vorne. Komm, geh auf. Okay, hier geht's weiter, aber dann gehen wir erstmal hier die beiden. Einmal mitnehmen. Ich sehe hier sonst nichts. Oh, was haben wir hier? Straps, nice. Einfach mal ein paar Streifen anziehen. Ist immer gut. Und nächstes Gebiet. Da haben wir einen Riesen. Und eine Spinne. So, den Ork haben wir auch noch. Also die Spinne. So, den Riesen haben wir auch erledigt. Nice. So. Boah. Erschreckt mich nicht. Diese Harpyen. Und wo kommt die noch einmal her? So, gibt es hier unten noch was? Ja, da gab es noch eine Geheimtür. Aber hier haben wir noch nicht alles begutachtet. Sage ich jetzt mal. Wo soll die Tür sein? Da. Ich finde es schade, dass man die Dinger nicht looten kann, die Schränke. Wo ging es hier nochmal hoch? Hier. So, und was fehlt uns jetzt noch wo? Ging es hier nicht irgendwie noch weiter? Jürgen, hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wo es weitergeht. Ich glaube, von da kamen wir. Hier ist noch eine Tür. Okay, mehr ist hier aber auch nicht. Hier waren wir schon. Dann den ganzen Weg erstmal nochmal zurück. Und den Weg in diese Ebene suchen. Ah, da können wir nur runterspringen. Okay. Oder? Oder es gibt hier... Hä? Also hier. Es gibt da aber keine mir ersichtliche Geheimtür. Wieso knall ich immer gegen die Wand? So, dann hier nochmal. Den ganzen Weg. Vielleicht sogar einmal kurz entladen, weil wir ja schon alles hier haben. Einmal removen.
So, die Straps auch nochmal weg. Und das hier auch nochmal weg. So. Achso. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das. Und das hier. Nee, das war es noch nicht. Ja, hier war das. Autsch. Aber überlebt. Okay, keine Geheimtür, aber... hat sich auch nicht gelohnt. Okay, wo war jetzt der Ausgang? Hier war der nicht, das war der... ich glaube, das ging hier raus. Da können wir jetzt eigentlich die... nein, das ging hier nicht raus. Der hier ging raus wahrscheinlich. Hier? Auch nicht, hä? Guck nochmal die Map. Nein. Hier. Hier geht's raus. Und dann hier rum. Auch nicht, hä? Achso, ich muss tatsächlich wirklich hier den Gang hier wieder runter. Oder wie jetzt? Ja, auch nicht. Ich muss den Gang irgendwie finden. Ah, okay. Hier runter. Hier lang. Hier. Da, bei den Balken, genau. So, dann müsste es hier jetzt gleich rausgehen. Ne, hier ist zu weit. Hier hin, genau. Ich laufe immer gegen diese Wand. Ich will immer nach rechts abbiegen hier. So, und dann jetzt. Jetzt haben wir es geschafft. So, wo wollte er hin? Prince Lothun of Sentinel has asked me to investigate the death of... also, ne, warte, hier. I have found Mayfield and am escorting him back to the Woodsmith residence in Sentinel. Okay, Sentinel ist hier. Ist niemand da zum Attackieren. Wir sind jetzt aber... okay, wir sind immer noch ganz normal. So, nochmal Save Game auf die 1. Dann fragen wir mal, wo die Woodsmith Residence ist. Yeah, now you can depend on me, Max. But when it comes to the Woodsmith Residence, I just don't know. Ja, okay, die Leute wissen wahrscheinlich nicht wo. Zumindest in dem Bereich vielleicht nicht. Fragen wir den blonden Herrn mal. Listen, I don't give directions to people who talk to me like that. Okay, dann nicht. Hübsche Dame. Du weißt bestimmt wohin, ne? No, I don't have a clue. Okay, dann nicht. Aber trotzdem danke. Die Zwillingsschwester von der? Vielleicht? Begin your pardon, but that's such a stupid question. I don't think I should have entered... Habit Answer, glaube ich, sollte das heißen. Haben ein Leerzeichen vielleicht vergessen oder so. I wish I knew. Could be anywhere. So, nochmal die. I wish I could help you, Max, but I don't nothing about that. Er vielleicht, komm. Bitte seid mal so nett. Because I know where the Woodsman Rhythm is, but I don't wanna tell the likes of you. Vielleicht so? Normal? How can I help you, stranger? Go north. No, east. No, that way. Northwest. Northwest.
Er kann mir vielleicht auch noch helfen. Hello, da muss ich vielleicht Blunt machen. The Woodless Residence haben wir. Let me. Ah, danke schön. Toller Mann. Hoppla, falsche Taste. Da oben, okay. So, dann noch schnell dahin. So, noch ein bisschen hier rum. Dann müsste das hier sein, oder? Ja, da vorne. Also nicht das hier, sondern das dahinter. Oder? Oder doch das hier. Ist das hier. Hier ist der Eingang. Gehen wir mal rein. You have been honorable, Max Deals the Second. I thank you that take this Warhammer, my most prized possession. It is the least I can offer. We are friends forever, and I owe you. Leave Bushy and Stisher to me, I have something planned for them. Okay, neue Kriegshammer. Ich will mal seine Bude hier ansehen. Sieht schon sehr interessant aus. Er ist das nicht. Das ist seine Frau, Freundin, wie auch immer. Seine Affäre könnte auch sein. Er hat hier auch noch Waffen. Hier, das war der Ausgang. Ja, ich finde, das gehört sich so, dass der Freund, also wenn wir Freunde sind, dass ich die Wohnung, das Haus und so weiter komplett durchsuchen darf, finde ich, ist legitim. Also, wenn ihr vorhabt, mit mir auch in RL, also in Real Life, befreundet zu sein, könnt ihr damit rechnen, dass ich eure komplette Wohnung durchsuche, ansehe und so weiter. Bitte nicht ernst nehmen, ja? Bitte nicht zitieren. So. Okay, dann suchen wir jetzt mal Bushy. So, gehen wir hier rein. Ja. So. I'm betrothed to Callum. My great misfortune is that Girtia has other plans for Callum. My only hope is to get him to the temple and complete the marriage ceremony before Girtia catches us. Will you protect me while I get my betrothed to the temple? I can pay you 147 gold pieces. No. Alas, I shall have to find another guardian to protect my beloved Callum from Girtia. Der ist nicht gerade der Typ, mit dem ich irgendwie zu tun haben will oder helfen will. Ich will jetzt aber auch mal. So, warte mal. Das hier machen. Prinz Lothar of Sentinel has asked me to investigate the death of his brother Bauste, who was supposedly kidnapped by the Underking years ago. Müssen wir uns dann bald darum kümmern. Wir gehen aber erstmal wieder dahin, da wo die ganzen Marktstände und so weiter sind. Wir haben jetzt jede Menge Staffel wieder zu verkaufen. Und da will ich jetzt wissen, vor allem wir können auch unser Geld aus dem Wagen wieder rausnehmen. Da. Und genau, da geht es jetzt zum Waffenläden und so weiter. Ich glaube, die Waffenläden, die sind irgendwie meine liebsten Händler hier. So, wir fangen erstmal mit dem Kleinen an. Achso, ist noch nicht spät genug. Dann machen wir nochmal 3 Stunden. Dann müsste es von der Uhrzeit her passen. So, guter Herr, ich habe was zu verkaufen. Den hier zum Beispiel. Und im Wagen müsste ich auch hier jede Menge Stuff haben.
Okay, diesmal haben wir wirklich sehr, sehr viel Stuff. So. Wie nur 4.937. Was ist mein Ruf? Immer noch Common Citizen. Okay. Was hat der so im Angebot? Ich brauche Mithril oder Adamantium. Hier Mithril Katana. Longsword. Endlich haben wir den. Den wir haben wollten. Almost new? Okay. Ist schon ein bisschen verbraucht. Wakatsashi. Den wollen wir eher nicht. Ich hätte jetzt gerne eher bessere Rüstung gehabt. So, mehr so in Richtung Mithril oder so. Dahin gab es ja noch einen. Achso, nicht hier hinten, sondern da. Da ist er. Der hat jetzt aber nichts dergleichen. So, wir sind jetzt direkt hier. Wir fangen von da hinten an. Achso, das hier ist schon das erste. Gut, dann hier die Ingredients. Ach, doch so wenig. Ich dachte, wir hätten mehr Ingredients eingesammelt. Ja, Klamotten können wir auch verkaufen. Wir haben ja jede Menge. Ne, wir hatten nur eins, glaube ich, oder? Ne, doch hier. Doch so viele. Ganze 6 Gold bekommen. Ja, aber hier gute, vernünftige Klamotten. Sehe ich jetzt nicht. Was ich tatsächlich am Überlegen bin, ist. Den hat er jetzt aber nicht. Hier die. Doch, hier. Den zu nehmen. Wenn wir das jetzt mal ausziehen. Alles. So, dann haben wir hier zumindest den Kajit-Zeug. Das können wir verkaufen. Und vielleicht den hier auch noch drüber. Finde ich, sieht schon nicer aus. Komm, das kaufen wir auch. Und verkaufen ihm dann die beiden. Sieht wirklich viel, viel nicer aus, finde ich. So, und die ziehen wir dann mal wieder alle an. Hat ein bisschen was, finde ich, aber sehen wir eh nicht. Aber trotzdem, ich wollte das haben. Und hier haben wir wieder Rüstungsladen. Okay, Mithril hat da jetzt nichts. Hier haben wir nochmal die Bank, da können wir später noch Geld einzahlen. Der müsste auch mal hin und wieder was haben. Für uns. Mithril Dräger? Nee. Das hätte eigentlich auch was. Warte, wir gucken uns das mal an. Wenn wir das jetzt einmal absetzen. So. Ah, nee, dann lieber doch den, den wir haben. Also, warte, erstmal wieder anziehen. Nee. Können wir dem irgendwas verkaufen? Nope, dem können wir nichts verkaufen, aber wir ziehen unsere Sachen wieder an. So, dann haben wir hier noch einen Bücherladen und hier noch einen Waffenladen. Einen kleinen sogar, schade.
Komm, bei den Bücherladen können wir auch noch bestimmt irgendwas verkaufen, oder? Okay. Hier. Me? Help you? Hahaha. Ich weiß nicht, was der gegen mich hat. Ich wollte ihm was verkaufen. Oder bin ich für ihn so ungebildet, dass er mir nicht helfen will oder verkaufen will? Vielleicht ist hier noch irgendwo ein Händler. Was sind das denn alles hier jetzt für Räume? Kleine. Hier sein Schlafzimmer. Schön offen. Was mit dem? Tischchen. Sonst gibt's hier nichts. Sehr, sehr interessantes Haus auf jeden Fall. Der schon wieder. Wo ich mich jedes Mal frage, was will der von mir? Und bei dem hier jetzt noch das letzte Mal. Irgendwas haben wir doch bestimmt für den. Auch nichts. Aber er vielleicht für uns? Nope, hat er auch nicht. Gut, dann ein letztes Mal noch zur Bank. Und dann suchen wir den Under King in der nächsten Folge auf jeden Fall. Sobald wir hier die 12.991 eingezahlt haben. So, dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. In der nächsten Folge suchen wir mal nochmal den Under King, wo wir den finden. Und ja, ich bin's, euer Max Deus und ciao.